zusammen, Ruki hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch eine absolute Neuheit für 2023 aus der Welt der Eldrador Creatures. Wir haben hier den niegelnagelneuen Granitwolf. Boah, der ist so neu, der ist so heiß, dass er doch richtig brennt, ne? Allerdings nicht rot, sondern grün, denn sein ganzer Rücken ist voll mit grünen, giftigen Kristallen. Wow, ne? So, und da ich ihn bei der Vorschau vergessen habe, ein zweites Mal zu zeigen, beginne ich hier mit diesem Granitwolf. Ja, eine fantastische Neuheit für 2023, die jetzt schon im Dezember 2022 erschienen ist. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Kommt hier in der Tüte, in der Mitte perforiert. Schade, dass sie es nicht am Rand perforiert haben. Dann könnte man die Tüte wiederverwenden. So kann man es halt für zwei kleine Figuren wiederverwenden. Lange Rede, ich packe das mal aus. Einfach hier öffnen. Und hier kommt er, der Granitwolf mit seinen giftigen grünen Stacheln oder Kristallen hier auf dem Rücken. Boah, schaut ihn euch an. Sehr gutes Teil, sehr aggressiv etc. Hierzu gibt es natürlich auch noch Wissen to go. Und ich würde sagen, bevor wir uns den Kerl hier anschauen, pfeifen wir uns das mal rein, den Begleittext. Und ja, was ist denn überhaupt Granit? Aus was besteht dieser Granitwolf? Ich stelle ihn hier mal in die Mitte und lass ihn ein bisschen drehen und dazu hören wir uns seine Geschichte an. Der Granitwolf mit der Nummer 70153. Mit dem fiesen Granitwolf nimmt es so leicht keiner auf. Beim Anblick seiner giftigen Rückenkristalle wird es einem Angst und Bange. Wie ein gefährlicher Schatten schleicht der Granitwolf durch die Nacht. Seine grünen Augen schillern gefährlich. Er ist auf der Suche nach leichter Beute, die er zwischen seine scharfen Zähne nehmen kann. Wer genau hinsieht, entdeckt rechtzeitig den grünen Schimmer seiner giftigen Rückenkristalle in der Ferne. Dann heißt es, Beine in die Hand nehmen und schnell weg, denn mit dem Granitwolf nimmt es niemand so leicht auf. Ja, und dann würde ich sagen, fragen wir doch mal unsere Freundin, was ist Granit? Laut Wikipedia, Granite sind massige und relativ grobkristalline magmatische Tiefengesteine, die reich an Quarz und Feldspaten sind, aber auch dunkle Minerale, vor allem Glimmer, enthalten. Der Merkspruch Feldspat, Quarz und Glimmer, die drei vergess ich nimmer, gibt die Zusammensetzung von Granit vereinfacht wieder. Ja, danke Wikipedia und an meine Google-Freundin. So, das dazu. Als erstes werde ich ihm mal seine ganzen Anhängsel hier wegmachen. Das hier sind einfach nur Warnhinweise, ne, an einem kleinen Bändchen dran. Wunderbar. Und hier haben wir diesen fürchterlichen Aufkleber. Ihr wisst, der Kleber bleibt teilweise nach einer gewissen Zeit X an der Figur haften. Ich finde das ganz schrecklich. Also ganz schnell weg. Braucht kein Mensch. Schleich. Macht's doch mit einem Band dran. Ist besser. So, der Granitwolf sieht klasse aus. Sehr dynamisch, sehr aggressiv, sehr gefährlich. Mit seinem Kristallbuckel auf dem Rücken. Ein ganz anderer Wolfstyp als zum Beispiel der Eis- oder der Schattenwolf, wie ihr seht. Der Schattenwolf ist noch relativ statisch, er ist richtig dynamisch dargestellt. Wobei dieser Wolf, dieses Modell für mich immer noch absolut ungeschlagen ist. Ja, das muss ich hier mal ganz klar sagen. Der Granitwolf steht irgendwie nicht richtig auf seinen Pfoten. Hier ist es gut, die Pfote steht hier vorne ein bisschen hoch. Die hier wurde schräg skulpturiert, ist absichtlich. Ja, und hier, ja, steht irgendwie, die Krallen stehen hier auch noch ein bisschen hoch. Ja, also er steht nicht fest auf drei Beinen. Dass das schräg ist, ist okay. Steht übrigens auch nicht in die Luft, damit er nicht kippen kann. So, dieser Granitwolf hat hier eine Größe von, ich würde mal sagen, nicht ganz 15 cm in der Länge und in der Höhe am Schwanz gemessen kommen wir hier auf 7 cm. Ja, würde ich sagen, ist so die höchste Stelle. Ja, und was ich mit den Beinen hier eigentlich sagen möchte, ne, wie schon gesagt, es steht irgendwie nicht richtig und die Beine sind also wirklich so weit abgespreizt, dass es aussieht, als würde er hier gerade über Eis rutschen, ja. Das sieht alles ein bisschen unbeholfen aus. Also mich haut's nicht weg, ganz ehrlich, ja. Nichts gegen das Modell, nichts gegen die Arbeit des Künstlers, der Künstlerin, wer auch immer das Ding hier gemacht hat. Das ist schon cool, aber die Beine stehen wirklich so weit ab, dass es schon wieder komisch wirkt. Ich sag ja, als würde er irgendwo gerade,
Er wäre gerannt, ja, und möchte jetzt anhalten und schlittert hier irgendwas über feuchtes Moos oder über Eis drüber und die Beine nimmt's halt auseinander. Es ist ein bisschen unglücklich geworden, ja, aber wie schon gesagt, ist nur meine Meinung, ja. Von vorne ist das Ding Welt, ja, Props, Lob, Ruhm und Ehre für den oder die Erschafferin von diesem Modell hier, ne? Nur hinten, weiß ich nicht, ne? Bisschen unglücklich geworden, wenn man so sieht. Und ihm die Kristalle hier ins Genick drücken. Ja, das ist hier viel, 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 viel eleganter, niveauvoller umgesetzt. Das Kristallene, dieses leicht transparente Grün auf dem Rücken gefällt mir gut. Dann haben sie hier auch vorne auf dem Kopf noch ein bisschen hellgrün gesprüht und auch hinten am Schweif. Die Augen sind ebenfalls kräftig, giftig grün. Die Zähne sind hier gefletscht, leicht offen. Die haben sie weiß bemalt. Hätten gerne ein bisschen spitzer sein dürfen, sind halt relativ stumpf. Da Spielzeug, ja. Die Zunge hier haben sie hellrosa bemalt. Oben am Gaumen wirkt es noch ein bisschen hellgrauer. Denn sie haben den Kopf hier rundherum mit etwas Grau besprüht. Sieht also aus wie eine Airbrush-Arbeit. Finde ich gut. Geht auch hier über die Schnauze. Die selbst ist schön glänzend, aggressiv nach oben gezogen. Man sieht hier auch schöne Details, was die Fellstruktur angeht. Also richtig schön tief und deutlich gearbeitet. Die Ohren gehen nach hinten richtig schön spitz. Die haben sie schwarz gelassen. Und dann kommt halt dieser kristallene Buckel. Wie schon gesagt, der ist transparent. Ich halte hier mal mein Lämpchen dahinter. Dann sieht man auch, wie schön das hier durchscheint. Ja? Also das ist schon richtig, richtig toll. Dieser Effekt sieht klasse aus. Gefällt mir richtig gut. Das ist die einzigste durchscheinende Stelle an diesem Granitwolf hier. So gut es auch aussieht, lässt es ihn ein bisschen steif wirken. Ich meine, ihm sitzen hier Kristalle im Genick, ne? Von dem her, ob der tatsächlich so extrem beweglich ist, ja, es scheint ihn auch nach vorne zu drücken. Klar, es ist eine kauernde Pose, aggressiv, aber den Eindruck vermittelt es halt ganz einfach, ne? Als ob das Gewicht der Kristalle ihn ziemlich nach unten drückt. Darum, ich sag's nochmal, der hier, auch wenn er ein bisschen geradliniger ist, wirkt auf mich unheimlicher, gefährlicher als der hier. Also der hier hat mehr Magie als dieses neue Modell, ist aber selbstverständlich nur meine Meinung. Aber klar, die Leute lieben solche aggressiven Stellungen, daher glaube ich, dass das hier auch ein sehr beliebtes Modell werden wird. So, genauso wie am Kopf haben sie hier auch die Pfoten mit diesem Grau besprüht. Man kann hier auch wunderbar die Abdrücke hier unten der Pfoten, der Pranken erkennen. Die Krallen sind ja so spitz es halt geht für Schleichverhältnisse. Die sind ebenfalls schwarz bemalt worden. Man sieht hier auch so eine Innenklaue, ne? Schön zu sehen. Was mich hier wirklich interessieren würde, ist das Modell schwarz gegossen worden oder grau? Ja, könnte auch grau sein und schwarz drauf gesprüht oder halt schwarz und grau drauf gesprüht. Ich kann es euch nicht wirklich sagen. Finde ich sehr interessant, ne? Aber hier nochmal die Krallen schön deutlich, schön klar, dick, massiv herausgearbeitet, sind nicht wirklich spitz. Die Krallen hier beim alten Wolfsmodell sind spitzer geworden als beim neuen. Ja, also auch das gefällt mir beim alten Modell noch ein bisschen besser. Das hier wirkt irgendwie kindlicher. Ja, ohne die Figur schlecht machen zu wollen, es ist eher ein kindlicher Wolf. Der andere wirkt wesentlich erwachsener. Ja, aber auch das ist ausschließlich meine Meinung. Aggressiv sind die auf jeden Fall beide. Ne? Ihr seht aber, der rechte hat einfach noch einen Schwung mehr Details als der neue Wolf hier. Ja? Mit einem relativ runden Kopf und dicken, großen, weißen Zähnen. Das Fell wurde auch, als ob hier ein Wind geht, nach hinten skulpturiert. Man sieht es ja schon an den Beinen. Es geht in eine Richtung. Die kleinen Fellbüschel sind auch ebenfalls relativ grob skulpturiert. Hier ein schöner Übergang von dem Schwarz in dieses Grau rein. Nach hinten wird er schön schlank, der Wolf. Das gefällt mir gut. Die Kristalle haben wirklich tolle Details. Ihr seht es, hier vorne sind sie ein bisschen größer. Nach hinten werden die ein bisschen kleiner und feiner, es werden gefühlt immer mehr. Der Übergang zum Schwanz, hier haben sie noch ein bisschen mit diesem Grün gesprüht, dann geht es hier auch in Schwarz und Grau über. Auch hier die einzelnen Büschelchen schön
zu sehen. Und das Fell zieht sich auch wirklich bis ganz nach hinten. Hier am Schenkel ebenfalls schön zu sehen. Auch hier hinten die Krallen nicht vernachlässigt. Und auch hier muss ich sagen, ich weiß nicht, ist die Grundfarbe schwarz oder ist sie grau? Ich kann es euch echt in diesem Moment nicht so richtig sagen. Hier haben wir das CE-Zeichen. Wo haben wir denn die Schleichstempel? Hier an der Innenseite des Schenkels sehen wir den Schleichstempel. Hat ein Copyright von 2022. Designed in Germany und made in Vietnam. Auch unten, gerade hier vorne im Brustbereich, kann man schön die Haare, das Fell erkennen. Richtig schön wild skulpturiert. Auch das gefällt mir gut. Genauso wie an den Innenseiten der Beine. Also das ist schon eine schöne Arbeit. Da kann man nichts sagen. Aber ich finde, er wirkt ein bisschen kindlicher als der erste Wolf, der Eiswolf oder der Schattenwolf. Ja, ja, und dann halt dieser ziemlich massive Kristallbuckel. Ja, beim alten ist das alles ein bisschen eleganter, schlanker, dezenter gehalten. Ja, also ich bin Team altes Modell, definitiv, ohne jetzt den neuen hier schlecht machen zu wollen. Ich hoffe halt, dass die neuen Modelle, die da in Zukunft kommen, nicht noch kindlicher werden. Einfacher, gröber skulpturiert, denn das ist dieser Wolf. Von vorne sieht der Weltklasse aus, das aufgerissene Maul, die grünen stechenden Augen und dann auch hier auf dem Kopf der Übergang in dieses Grün rein. Von vorne gefällt er mir echt am besten, ja? Von der Seite geht so, aber von vorne ist das eine absolute Wucht, ja? Schönes Teil, sag ja, cooles Modell, kannst du nicht sagen. Warum schon wieder ein Wolf, obwohl es noch viele, viele andere Tiere gibt. Ja, die Frage stellt sich hier halt, wenn man das anschaut. Ich hoffe, dass bei eurem Modell dieser grüne Teil hier gut und sauber montiert, sprich aufgeklebt wurde. Ja, es ist immer ein bisschen schade, wenn so die glatten Stellen hier noch ziemlich hoch aus dem Fell rausgucken und wir keinen schönen Übergang haben. Also das sollte schon gut montiert sein. Auch hier ist es nicht ganz so homogen, der Übergang von diesen Kristallen in den Kopf rein. Du siehst halt, dass hier transparentes Plastikteil drauf gesteckt wurde. Ne? Das meine ich. Das ist halt beim alten Modell alles noch viel professioneller, homogener gelungen als hier bei diesem neuen Modell. Diese konstruktive Kritik muss ich hier ganz einfach anmerken. Ja? Schönes, cooles, neues Modell, aber es ist schon wieder ein Wolf. Ein bisschen einfacher von der Skulpturierung her, hat ein paar wenigere Details, was das Fell angeht. Da ist das alte Modell immer noch grandios dagegen. Es ist eine schöne Erweiterung für Eldrador Creatures, aber ich frage mich, wo sind die Ideen für weitere Tiere? Warum wieder einen Wolf? Ja, das möchte ich hier an dieser Stelle einfach nochmal anmerken. Ich stelle den Schattenwolf nochmal daneben. Ich komme gerade nicht an den Eiswolf dran. Vielleicht sieht man es da noch ein bisschen deutlicher. Aber er ist immer noch der Führer des Rudels. Er ist grandios. Das ist ein Modell für die Ewigkeit. Ja? Egal ob als Schattenmodell oder als Eiswolf. Ich bevorzuge den hellen, den Eiswolf tatsächlich noch ein bisschen mehr als dieses dunkle Modell. Aber ich finde, man sieht da schon einen Unterschied. Denn er steht eine Stufe, eine Klasse höher als dieser neue Wolf hier. Ne? Schön mit diesen transparenten Teilen, das passt schon sehr gut zusammen. Obwohl man ja bedenken muss, das hier gehört zur Steinwelt, das hier gehört zur Schattenwelt. Okay? Das Grün gefällt mir gut, gerade was das Leuchten hier angeht. Ja, diese Transparenz hier ist wirklich sehr, sehr schön gelungen. Es ist kurz davor, den Wolf zu erschlagen, weil es halt ziemlich wuchtig auf seinem Kreuz drauf sitzt. Und dann halt auch noch die Beuge nach vorne. Weiß ich nicht. Aber wie auch immer, wie schon gesagt, es ist nur meine Meinung. Ist ein cooles Teil, auf das ihr euch wirklich freuen könnt. Ich beglückwünsche jeden, der diesen Wolf hier bei sich zu Hause hat. Ich sage ja, von vorne ist der absolute Granate. Und was die Details angeht, haut mich nicht so weg wie der klassische alte Eiswolf. Und ich stelle hier nochmal die Frage, warum schon wieder ein Wolf? Ne? Als ob es nicht andere Geschichten gibt. Genauso wie wir jetzt wieder ein Zumpfmonster, schon wieder ein Krokodil kriegen, obwohl es ja schon ein Kampfkrokodil gibt. Ja? Der Raptor ist wieder was Neues, ist aber so gesehen ein Dino und hat nichts mit den klassischen Tieren zu tun. Ne?
Gut, also auch ihn werde ich jetzt hier nochmal in 360 Grad drehen lassen. Aber wisst ihr was, bevor ich das mache, mache ich hier nochmal das Licht aus. Denn ich liebe halt immer den Effekt, wenn es leuchtet. Ne? Und so sieht es im Dunkeln aus. Dieses Grün ist der absolute Hammer. Also die Farbe gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Sieht klasse aus. Und so seht ihr auch nochmal die Kristalle wieder deutlicher als im Licht. Ne? Also sehr, sehr, sehr cool. Schöne Arbeit. Da kannst du nichts sagen. Achtet drauf, wenn ihr euch den Wolf hier kauft, im Laden, vor Ort, dass ihr ein schönes Modell bekommt, wo der Buckel, wo die Kristalle hier sauber verarbeitet wurden, dass die Augen sitzen, dass die Zähne gut bemalt sind, das Rosa innen sitzt. Das möchte ich euch hier einfach mit auf den Weg geben. Ne? Also, euch ganz viel Spaß mit eurem Granitwolf. Schöne Erweiterung für Eldrador Creatures, klar, steht außer Frage. Ich werde ihn jetzt nochmal in 360 Grad drehen lassen. Werde auch nochmal den Schattenwolf mit dazu stellen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Ansonsten würde ich sagen, bin ich hier durch. Die erste Neuheit von Schleich für 2023. Zu den Eldrador Creatures gehören der Granitwolf mit der Nummer 7153. Ja, damit bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ganz viel Spaß mit eurem Exemplar. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay.